So, herzlich willkommen zu meinem Let's Play. Ich hatte es ja schon mal angefangen, aber da hat das alles nicht so gepasst und jetzt habe ich halt mich ein bisschen mit dem Equip aufgerüstet, neues Mikrofon mal gekauft, ein vernünftiges und ja, und wir fangen heute an mit dem Star Wars Let's Play. Ich werde einen Kommando-Soldaten spielen, werde halt so vieles zeigen, also so das, was ich weiß. Ich spiele das schon seit Release, letzte Zeit, so die letzten 2, 3 Jahre nicht mehr so aktiv. Aber ich denke mal, ich kann euch schon viel zeigen und jo, und ich hoffe einfach, euch gefällt's. Dann fangen wir einfach mal an. So, wie ich schon sagte, werden wir einen Soldaten im Kommando spielen. Also ich bin immer für Kommando, also für Soldaten bin ich immer so der Menschfreund. Wenn wir jetzt auch einen Menschen nehmen, einen männlichen. Gefährliche Missionen liegen mir. Bin dabei. Ja, Papa, ja. Stämmiger Soldat. Muss ja auch eine dicke Wumme halten. Von daher werden wir das so machen. So, Haare kriegt er gar keine. Ach so, das Haarfarbe, ups. Naja. Ich So, bin Soldat. Ich erledige den Job. Ein Bart brauchen wir auch nicht. Weil das stört nur. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Ja, Kopf, ja. Augenfarbe. Nehmen wir meine Lieblingsfarbe grün. Aber was noch ganz gut ist, sind Narben immer. Für Ja. die Republik! Ja. Für die Republik! Sieht auch nicht schlecht aus. Ich glaube, wir nehmen das hier so, als hätten wir eine Granate schon mal abgekriegt. Und dann gibt es ja noch Tätowierungen. Jetzt werde ich zeigen, wie der Chaos-Trupp die Dinge regelt. Ich glaube, die gefällt Als mir ganz Soldat der gut. Republik ist es meine So Pflicht zu helfen. ein Namen für einen Soldaten. Na, guck mal, was wir einen Zufallgenerator kriegen. Nein. Borgert. Borgert. Oh, nehmen wir den doch einfach. Hört sich ganz gut an, wenn er verfügbar ist. Natürlich nicht. Wir müssen mal mit Borgert. 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 Hört sich an wie Bodyguard, also. Nein, auch nicht. Beugert. Baugert. Baugert, nein, Baugert, Boy. Bugert. Bugret. Boy, Bugret, Bugret. Nein. Ich guck mal, was der Zufall noch so rausschmeißt. Brigäser, nein. Togan. Das wird schon ganz interessant halt. Und schon haben wir einen Namen. Dann geht's jetzt mal los. So, das Intro lasse ich mal laufen. Und ja, einfach erstmal genießen und dann geht's dann weiter gleich. Thank you.
mir schon gut abgeholt. Ach, es gibt in der ganzen Galaxis kein schöneres Gefühl, als einen 100 Tonnen schweren Kampfläufer mitten durch ein Kriegsgebiet zu steuern, oder etwa nicht? Wir nähern uns dem Dorf Drillian, Sir. Die Zielvorrichtung zeigt leichtes Waffenfeuer und Feindbewegungen in allen Vierteln an. Die Separatisten rücken vor. Ein weiterer schöner Tag auf Ord Mantell. Und? Schon aufgeregt? Wisst ihr, ihr seid der erste Neuzugang im Chaos-Trupp seit langem. Es gibt keinen Grund zur Nervosität. Kämpfen ist mein Leben. Euer Selbstvertrauen gefällt mir. In eurem Alter in den Chaos-Trupp berufen zu werden, ist keine Selbstverständlichkeit. Ich bin Lieutenant Bex Kolas, aber im Chaos-Trupp nennen mich alle Schrauber. Unsere Einheit hält zusammen. Es wird euch gefallen. Ich verrate euch, weswegen wir hier sind. Die Separatisten haben eine republikanische Bombe von einem abgestürzten Transporter gestohlen. Eine gefährliche Bombe, so ein Orbitalschlagding. Wir wissen noch nicht, wo diese dreckigen Verbrecher sie versteckt haben. Sie werden von weiten Teilen der Bevölkerung unterstützt und haben überall Verstecke. Diese Bombe zu finden wird kein Kinderspiel. Das könnte ich sogar im Schlaf hinbekommen. Eins kann ich euch versichern. Bei so einer Operation gibt es nicht viel Zeit für Schlaf. In Forganik bekommt ihr den kompletten Überblick. Jetzt lehnt euch zurück und... Alarmstufe Rot! Alarmstufe Rot! Wir wurden von einer PB-Rakete getroffen. Von einem Schulterraketenwerfer irgendwo im Dorf. Alle Mann fest! Oh Gott. Pilot! Pilot! Verdammt, er ist tot. Diese hinterwäldlerischen Separatisten dürften doch gar keine panzerbrechenden Raketen haben. Sie werden jeden Konvoi zerlegen, der hier durchkommt. Wenn die Separatisten unbedingt Ärger wollen, dann sollen sie ihn bekommen. Klingt gut, Kleiner. Reparaturen sind mein Spezialgebiet. Und ich bin als Kämpfer nicht annähernd so gut wie ihr. Ich bleibe hier und repariere den Kampfläufer. Ihr kümmert euch um diese Raketenwerfer. Verstanden? Verstanden. Die Separatisten bewahren ihre Raketenwerfer wahrscheinlich in einem Lager im Dorf auf. Und dieses Lager ist ganz sicher schwer bewacht. Findet das Versteck, zerstört die Raketenwerfer und kommt im Laufschritt zurück. Verstanden, Sergeant? Das geht tot. Hoffentlich haben die Separatisten genug Leichensäcke dabei. Sie werden sie brauchen. Viel Glück da draußen. So, und hier beginnt auch schon unser Start als Kommandosoldat, als Neuzugang des Chaos-Trupps. Ich muss hier so ein paar Kleinigkeiten einstellen, das ist mein Interface ein bisschen anpassen. Das sind also jetzt so ein paar Kleinigkeiten, die ich kurz machen muss, oder mache, damit ich es ein bisschen leichter habe. So. Ja gut, alles werde ich jetzt gerade nicht machen, weil das werde ich dann in der Offline-Phase machen. Das Einzige, was wir machen könnten, sind in der Sammlung, das sind schicke Rüstung, die ich habe. Ich habe auch nicht sehr viele, aber da können wir uns was raussuchen. Die gesammelten, die ist einmal nicht schlecht. Dann hatte ich nicht noch eine andere Kommandorüstung. Ne, dann würde ich die hier nehmen. Das passt ja zu einem Soldaten. Und dann brauchen wir ja noch eine schöne Waffe. Sturmkanonen. Also entweder nehmen wir die sind auch nicht schwer. Die zwei habe ich noch nicht freigeschaltet, aber ich glaube, ich werde mal die hier nehmen. Die war nämlich, glaube ich, ganz lustig. So. Alles weitere kommt dann mit dem Spielverlauf oder besser, da werde ich Teil auch offline machen. Kopfslot, ja, sieht schon ganz cool aus mit Helm, aber blenden wir erstmal aus. Und ja, werden wir uns erstmal Richtung dem Dorf hier nähern. Hier unten gibt es auch noch eine Quest. Also ich habe mir vorgenommen, so 20 bis 30 Minuten Videos zu machen. Meist, also ich denke mal eher so 20 Minuten. Aber wir können auch noch mal erstmal
Ja, gut, den Legendärstatus, den bekommt man durch. Nur, wenn man von jeder Klasse bis auf Level 50 hochgespielt hat, also die Story bis Story Abschluss 3 gespielt hat, dann bekommt man den Titel Legendär, wenn man alle 4 bzw. auf beiden Seiten mit den Spiegelklassen alle 8 gespielt hat. So, wir werden aber bewaffnet und gefährlich nehmen. Vermächtnisnamen können wir ausblenden. Charaktertitel haben wir noch keinen momentan. So, dann werden wir jetzt auch hier die Quest annehmen. Wartet mal kurz. Hauptquartier! Hier ist die Frontaufklärung. Bitte kommen! Hauptquartier! Mist, ich dachte, ich hätte sie. Tut mir leid, Soldat. Wir haben etwas Ärger. Eure große Knarre käme uns zurzeit sehr gelegen, falls ihr bereit wärt, uns zu helfen. Eine Separatistenmiliz hat das Dorf besetzt. Wir nehmen also keine Anfänger oder Bauerntölpel. Die haben Experten mit erstklassigen Störgeräten. Damit behindern sie die Fernkommunikation von hier bis vor Garnik. Ich sehe hier gar kein Problem. Ich soll Informationen an dieses Dorf weitergeben. Aber wegen der Störung kann ich keine Meldung machen. Jemand muss die Störer der Separatisten ausschalten. Wenn ihr also sowieso ins Dorf wollt, könntet ihr das ja vielleicht für uns übernehmen. Wenn ihr die Störer der Separatisten ausgeschaltet habt, meldet euch hier. Ich werde sehen, ob ich etwas Ausrüstung anfordern kann, die euch nützlich wäre. Nee, hört sich das schon mal ganz gut an. Dass er uns ein bisschen Ausrüstung besorgen möchte. Da sagen wir auch nicht nein. Da habe ich jetzt. So, das ist. Ja, Zellen aufladen. Ja, das ist halt sind so ein paar Fähigkeiten, die ich später dann verteilen muss. Extra. Ich muss mir noch hier dann. Ach, nochmal eine extra Tastenkombination. Aber das seht ihr dann später bei der nächsten Folge. Jetzt werden wir erstmal hier sehen, erstmal, dass das Dorf abgefarmt ist. Au. Scheinbar respawnen sie gut. So, hier, das sind einmal die Störsignale der Alpha. Wow. Ich denke mal, ich werde auch erstmal bei dem Projekt hier bleiben. Mich zum größten Teil, also das werde ich erstmal zum Hauptprojekt machen. Und wie gesagt, das ist ein WoW. Werde ich auch weiterführen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Videos jetzt noch da sind, ob ich die draufgelassen hatte oder ob ich da was Neues machen wollte. Da wollte ich dann halt, wie gesagt, WoW wird es da noch was geben. Und das wird dann aber auch erstmal so laufen. Landwirtschaftssimulator wollte ich gerne machen. Aber das wird dann auch alles erst später kommen. Eins nach dem anderen. Da ich selber ja auch berufstätig bin. Nicht so viel Zeit dafür habe. So, ein Holo-Gespräch. Gute Arbeit, Kleiner. Ihr habt Talent, so viel steht fest. Ich hatte leider weniger Glück. Dieser Kampfläufer wird sich so schnell nicht wieder bewegen. Was für eine Zeitverschwendung. Fordert einfach einen neuen an. Macht ihr Witze? Bei unserem Budget können wir froh sein, wenn uns das Kommando einen Taurücken als Ersatz schickt. Ich werde hier bleiben und alle verwertbaren Teile bergen, bevor es jemand anderes tut. Ihr solltet euch nach Forganik aufmachen. Achtet auf dem Weg zum Fort auf Separatisten. Die können aus dem Nichts auftauchen. Da mich jetzt keiner mehr bremst, ist alles in Ordnung. Vielleicht werdet ihr sogar noch schneller, wenn ihr eure Überheblichkeit ablegen würdet, Kleiner. Seid auf der Hut da draußen. Wir sehen uns später. Überheblich. Ja, wie gesagt, also Landwirtschaftssimulator, da werde ich auch mal was machen. Vielleicht gucke ich, dass ich wirklich das Star Wars Let's Play jetzt erstmal unter der Woche laufen lasse. Gucke, dass ich jeden Tag, hoffe ich, habe jeden zweiten Tag, denke ich mal, eher Erfolg rausbringen werde. Und hoffe, dass ich dann vielleicht immer wochenendmäßig mal was machen kann. Ach, wir müssen nur noch. Hatten wir den schon? Ach, scheinbar schon. Naja, ein bisschen. Naja, egal. So, hier ein bisschen aufholen. Um
vielleicht werden wir, ja, das könnten wir noch schaffen, ins vorzugehen, in das Fort gar nicht vorzugehen. Zugbrecher. Zu Commander Tavus. Und ja. Oh, da hinten ist irgendwo. Achso, ja, nee, ich glaube die Quest ist. Ja. Außerhalb, da kommen wir dann gleich dran vorbei. Erstmal gehen wir die Quest hier hinten ab. Mal gucken, was hier Schönes von dem kriegen. Und ja. Gucken wir mal. Schön, dass ihr heil zurück seid. Mein Trupp und ich sind euch etwas schuldig. Dank euch können wir die Störung durch die Separatisten überwinden. Jetzt können wir bald Bericht erstatten. Hier, aus unserem Privatvorrat. Passt auf euch auf, Held. Ja, es war sehr, sehr Held. Sehr abfällig. Ja. Nur das Problem bei den Unterschieden. Früher war auch auf B das Inventar bei Star Wars. Und jetzt ist es auf I. Und bei WoW, da ich ja immer beides mal so hin und her spiele, ist auf B Inventar. Und dann drücke ich immer auf B und dann will das in, Gefährtenmenü öffnen. Oder öffnet es dann auch, wenn wir dann einen Gefährten haben. Wird zwar noch ein bisschen dauern, bis wir unseren ersten Gefährten kriegen, Ende von diesem Planeten, aber... Private Vesna, 31. Aufklärungsdivision aus Fungarnik. Haltet hier draußen lieber den Kopf unten. Seit letzter Woche setzen die Separatisten hier Scharfschützen ein. Gute Scharfschützen. Ziemlich viele Verluste zwischen hier und vor Garnik. Die Separatisten schießen einfach auf alles. Wenn ihr noch am Leben seid, werde ich schon klarkommen. Die Republik bildet keine Idioten aus. Ich habe einen ziemlich klugen Kopf und habe auch vor, ihn zu behalten. Die Ziele der Scharfschützen haben nicht so viel Glück. Vor allem die Zivilisten. Flüchtlinge aus den kriegszerrütteten Siedlungen. Sie kommen auf ihrem Weg zum Flüchtlingslager bei Fort Garnik hier durch. Boom. Leichte Beute. Das klingt, als könnte ein Soldat helfen. Wir sind für jede Waffe dankbar, die wir kriegen können. Fort Garnik will, dass die Scharfschützen auf der Stelle verschwinden. Commander Vrei hat sogar demjenigen, der das schafft, einen ganzen Wochenlohn versprochen. Dann bin ich dabei. Verdammt, froh das zu hören, Sir. Wenn ihr die Scharfschützen erledigt habt, meldet euch bei Commander Vrei im Flüchtlingslager bei Fort Garnik. Viel Erfolg. So, mal ein paar Scharfschützen ausschalten. Da backt auch jemand rum. Sah sehr interessant aus. So, ersten Scharfschützen haben wir schon mal. Ah. Und das nächste Level haben wir auch schon ab. Ah, der zählt auch als Scharfschütze. Aber wir haben müssen noch ein paar. Das ist 3 von 8. Hier sieht es dann ganz gut aus. Ja, ich habe auch den Raketenschub, aber den werde ich jetzt gerade nicht. Ich laufe jetzt erstmal die paar Strecken. Bis wir Stufe 10 haben wir sowieso einen Gleiter. Also von daher wird das dann nicht mehr so schwer. So, hier haben wir auch nochmal eine Quest. Sergeant, beruhigend die Farben des Chaos-Trupps auf dem Schlachtfeld zu sehen. Da draußen tobt ein schrecklicher Kampf. Die halbe Zeit über weiß man nicht, wer Freund oder Feind ist. Die Separatisten ziehen einfach ihre Uniform aus und mischen sich unter die Dorfbewohner. Doch Fort Garnik ist immer noch einer der besseren Posten. Ein guter Trainingsort. Gibt es im Fort gute Ausbilder? Es gibt hier eine Akademie für Kampfausbilder. Also treffen sich hier die Besten der Besten vom ganzen Planeten. Sucht am besten Lieutenant Forrest auf, falls ihr ihn erwischt. Er wird euch zeigen, wie man in diesem Durcheinander überlebt. Das werden wir da auch gleich tun, weil wir wollen ja gucken. Mal gucken, ob wir ein paar gute Waffen bekommen.
Waffen nicht, besser gesagt. Das Kommando kündigt immer wieder neue Fähigkeiten. Einen schönen Mörser, eine Mörsersalve. Achso, das ist eine Passivfähigkeit. Sprenggeschoss ist jetzt nicht die Fähigkeit, aber ist eigentlich okay. Und wir haben noch einen Gürtel bekommen. Vorsicht da draußen. Zeigt an, jetzt kann ich noch was lernen. Vorsicht da draußen. So. Wir haben zwar eine hübsche Rüstung jetzt an, aber die muss das. Ist der beste Handelsposten überhaupt. Kann ich erst in den Kleidungsding machen, aber. Also den Kleiderschrank. Aber dadurch, dass wir noch zu wenig Credits habe, geht das leider noch nicht. So, hier drüben war auch noch was. Commander Ray. Achso, das ist der. Ja, der, mit dem ich eben gerade, also dem Scharfschützen-Typi. Mal gucken, was wir von dem kriegen, dafür, dass wir die Scharfschützen erlegt haben. So, dann laufen wir jetzt nochmal vor. Wir haben jetzt, für die erste Folge reicht es heute erstmal. Dann machen wir nächstes Mal weiter und gehen zu Commander Tavis und werden halt noch ein paar Dinge, werde ich mich auch mal modifizieren, noch mal ein bisschen was. Und dann würde ich sagen, machen wir dann das nächste Mal hier weiter. Bis denn dann.